Die Wurst, die hat zwei Enden. Unsere Videostrecke nur eins. Okay, ja. Letzte Aufnahme. Es gibt noch so ein Thema, das hast du am Anfang per E-Mail mal angebracht und ich dachte mir, wenn wir drüber reden, dann am Ende. Informationstechnischer Austausch. Informationstheoretischer Ansatz. Okay, ich habe sogar falsch rezitiert jetzt gerade. Ich habe es mir nochmal vor 10 Sekunden durchgelesen. Ich habe es schon wieder vergessen. Informationstheoretischer Ansatz. What? Ja, ich habe ein tolles Wort erfunden. Ne? Ja. Bin ich jetzt einfach nur dämlich oder was ist das? Nee, das ist sozusagen, keine Ahnung, ein Versuch, besonders klug darzustellen, ne, von mir. Erzähl, was wolltest du damit sagen? Nee, erstmal, bevor wir da rein eintauchen, ne? Ich meine, wir haben jetzt hier irgendwie mehrere Stunden gesessen, haben viele Dinge gemacht. Mein Kopf raucht. Dein Kopf raucht, meiner auch ein bisschen, ja. Und wir konnten viele Dinge anreißen und es war total cool. Man kann in alle dieser Themen viel tiefer abtauchen. Ist überhaupt gar keine Frage. Und man muss sehen, dass auf all diesen Themen Spezialisten arbeiten, die sich vielleicht Jahre damit beschäftigen. Ich selber kann sozusagen einen Teil davon produzieren, reproduzieren, darstellen. Ja, und wir können ein bisschen was davon in Formeln packen. Wir müssen aber beim Reden bleiben. Ich darf dich nicht verlieren, du darfst mich nicht verlieren im Gespräch. Wir müssen irgendwie für unsere Zuschauer was bieten. Ich hoffe, das haben wir irgendwie geschafft. Definitiv. Ich glaube, du wirst eine Legende in der Fotoszene. Dann ist es natürlich cool, wenn man dann irgendwie mit informationstheoretischer Ansatz irgendwie so tun kann, als ob das jetzt gleich total hochphilosophisch wird, was wir machen. Ne? Hat geklappt. Cool. Worum geht's denn eigentlich? Ja, ich meine, ich habe dieses Stichwort für mich eigentlich eher aufgeschrieben. Ne? Das ist ja an sich erstmal unverständlich. Wenn wir fotografieren, dann nehmen wir irgendwie Informationen auf mit unseren Kameras. Und welche Informationen wir aufnehmen, das entscheiden wir eben als Fotografen, wo wir die Kamera hinrichten, aber auch wie wir die Kamera einsetzen. Das ist sozusagen der Brennweite, Blende, Belichtungszeit und so weiter. Lichtsetzung und so weiter. Ja, genau. Und irgendwie, ich habe mir überlegt, wo sozusagen für mich als, einerseits auf der Messtechnik sozusagen, wie soll ich sagen, immer so ein Anfangspunkt besteht in den Überlegungen, die ich treffe. Und wo vielleicht aber auch ein Ansatzpunkt sein kann, wenn man eben Kamerasysteme vergleicht, ja, wo ja teilweise hitzige Diskussionen geführt werden, wo da ein Ansatzpunkt sein könnte, wie man feststellt, wo man sich da gerade bewegt in Sachen Qualität, Möglichkeiten und Limitierungen. Und dieser informationstheoretische Ansatz, damit wollte ich eigentlich andeuten, dass für den Physiker, für den Theoretiker, wenn er so eine Aufnahme macht, dem ist wichtig, was hinterher auf dem Sensor landet. Und das, was auf dem Sensor landet, das wird bestimmt natürlich durch das Objekt, das man fotografiert, keine Frage, ne? Aber das wird eben dadurch bestimmt, wie lange ich belichte. Damit gestalte ich ein Bild. Hauptsächlich gestalte ich mein Bild auch mit der Tiefenschärfe. Mhm. Blende. Blende in Kombination mit der dazugehörigen Brennweite. Das sozusagen, dass ein komplettes System ist, das aber durch eine Sache am Ende so in der Bildwirkung total stark bestimmt wird. Das geht manchmal so ein bisschen flöten. Was meinst du da gerade? Und zwar das Element, was sammle ich denn an Informationen überhaupt ein? Also wie bestimme ich, was ich mit meinem Kamerasystem an Informationen einsammle? Und ich kann mich eben hinstellen mit einer APS-C-Kamera bei Blende 2,8, 35 mm Äquivalentobjektiv, ein 23er. Ja. Stelle mich hin mit meiner Fuji X100, mache ein Bild und habe den gleichen Ausschnitt wie bei Blende 4 mit meiner Sony R1XR, die ja eben auch eine 35er Brennweite hat. Ich habe sozusagen das Gleiche aufgenommen. Ich mache dazu aber eben, ich muss aber auch andere Sachen äquivalent halten. Ich muss gleiche Belichtung haben und ich muss die Belichtung habe ich gesagt, Blende haben wir schon angepasst. Ne? Jetzt landet Licht da hinten auf dem Sensor. Und das Bild, das da entsteht, ja, bei diesem 35 mm 2,8 oder 23, nee, 35 Blende 4 habe ich gesagt, ne? Und 23, 2,8. Ja. Das hat eine große Gemeinsamkeit. Ist das gleiche Bild? Es ist das gleiche Bild.
weil es die gleiche Belichtungszeit hat und die gleiche physikalische Öffnung vorne, wo das Licht eintritt. Das, was ich hinten an Informationen abbilde, die Tiefenschärfe, das hängt von der Blendengröße ab. Mhm. Das war physikalisch, also nicht die relative Blende oder so, sondern wirklich, wie groß ist das Loch, mit dem ich Licht sammle. Mhm. Und das ist das, was sozusagen viele Fotografen über Erfahrung lernen. Ja, ein Bild mit einem kleineren Sensor wirkt dann gleich zum, im Vergleich zu einem Bild mit einem größeren Sensor, wenn ich die Blende weiter aufmache. Willst du gerade sehr aufwendig sagen, dass die Kamera egal ist? Ich will damit sagen, dass die Bildwirkung, die hinten entsteht, die hängt nicht am Sensor. Ja, im Wesentlichen. Weißt schon, dass wir hier so eine Videostrecke, die heißt Sensorstrecke, machen. Das heißt, wir sollten sagen, der Sensor ist super wichtig. Was Glück haben wir. Finde ja schön, dass du nach Köln gekommen bist, deswegen zum Abschluss auf dem Kölsch. Ja. Die Bildwirkung, die entsteht hinten, die wird wesentlich bestimmt durch die physikalische Blendenöffnung. Ja. Ich glaube, ich habe auch sehr viel gelernt in den letzten Stunden, dass da die Wichtigkeiten teilweise auch ein bisschen zu falsch liegen, so bei vielen Fotografierenden. Ich glaube, dass man da sehr viel hinterfragen müsste. Aber ich glaube, die meisten tun es nicht, weil es einfach vielleicht auch zu komplex ist, ne? Weil das Thema zu undurchschaubar ist. Es greifen unheimlich viele Einflussgrößen ineinander. Ja, es wird besser. Ja. Ich bin ja wirklich ein kleiner Geek und ich finde ja Technik und Physik auch sehr interessant. Mathematik bin ich wahrscheinlich deutlich schlechter, hoffentlich, als Thilo. Sonst wäre sein Studium echt für den Arsch gewesen. Aber das bringt schon mich so normal an die Grenzen. Vor allem, kannst du eigentlich noch irgendwie im Netz surfen, ohne die ganze Zeit dich gedanklich zu übergeben? Also ja, das klappt zum Glück noch. Aber, du musst ja die ganze Zeit Facepalm machen, wenn du Foren liest, oder? Ja, also das ist es eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich kann verstehen, wenn Leute was nicht verstehen. Ja, man muss es akzeptieren, wenn Leute was nicht wissen. Was dann manchmal schwierig ist, sozusagen auszuhalten, ist, wenn Leute eine Meinung vertreten, obwohl sie von anderen schon gezeigt bekommen haben vielleicht, dass das so nicht sein kann, was sie da so stark betonen. Die Erde ist, bevor du jetzt anfängst, die Erde... Ballrund. Quatsch, ne? Quatsch. Ja, hast du schon mal gesehen? Ich auch nicht. Ja. Das ist alles Objektive, ja. Ne? Fischei-Objektive, sag ich dir. Ja, genau. Die sind damals ins Weltall geflogen, ne? Ja. Und haben dann extra so eine Polarkoordinatenprojektion. Hollywood. Ja, Styroporball. Ja. So haben sie es gemacht. Ja. Ich erinnere mich. Ja, aber also, da hast du recht. Das ist schwieriger auszuhalten, würde ich sagen, ne? Weil das so eine... Das ist so eine Charakter- und persönliche Geschichte. Das ist manchmal schwieriger auszuhalten, als wenn man sieht, dass jemand irgendwie sozusagen eigentlich mit der Materie fachlich kämpft. Das ist ja total verständlich. Wir haben ja gesehen, das ist super komplex. Und ich kämpfe manchmal ja genauso damit. Ja. Ich habe ja schon ein bisschen Probleme mit dieser Videostrecke jetzt, weil ich habe echt viel Blödsinn erzählt, ne? Nö. Nicht jetzt hier. Früher. Nee, und wenn du zurückschaust, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es gar kein Blödsinn war, sondern dass es in dem Kontext, in dem du das gemacht hast, wahrscheinlich seine Berechtigung hatte. Ja, und dass es zu einer Erfahrung gepasst hat auch. Es hat vielleicht nicht alle Einflussgrößen berücksichtigt. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, vor 1000 Jahren hat man gedacht, Zeus schleudert einen Blitz. Das war damals richtig. Das war trotzdem Bullshit. Weißt du, ich meine, das macht es ja nicht besser, nur weil du dumm warst oder nicht ins Weltall fliegen konntest, dass du gedacht hast, da sitzt ein Gott und wirft Blitze. Ja, ich habe ja dich und ich habe auch Thilo in Diskussionen außerhalb dieses Ambientes hier mitgekriegt. Und ich meine, ihr seid ja wirklich nicht blöd und ihr erzählt ja nicht Danke. Dinge, weil sie irgendwie... Noch. Weil sie irgendwie totaler Quatsch sind und ihr das nicht feststellen könnt. Und wenn ihr feststellt, dass was nicht stimmt, dann seid ihr auch bereit, das zu akzeptieren. Und das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Dass Menschen merken, dass sie, wenn sie irgendwie falsch abgebogen sind, das korrigieren. Ich finde es halt auch echt schwierig, weil, weißt du, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, Hans, ist so, es hätte, glaube ich, keine Möglichkeit gegeben, außer ein Physikstudium. Okay. Es nicht falsch zu lernen. Ja, weißt du, ich meine? So, wie lernst du denn heute Fotografie? Du kaufst dir eine Fotozeitschrift, du kaufst dir Fotobücher,
du kaufst dir, du guckst dir Tutorials an. Das erzählt ja keiner. Ja, also es gibt zwar Fotokurse auch, ne, aber die gehen in eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Tiefe. Ja. Also das, was du jetzt mir erklärt hast und auch allen Zuschauern und Zuschauerinnen, das findet sich nirgendwo. Vielleicht kennst du irgendwelche Fachforen und vielleicht kennst du irgendwer, der das weiß und sonst was, aber die breite Masse... Ja. Und es ist ja auch so, dass, also viel, das, was ich erzählt habe, das sind wirklich Themen und Detailwissen, das findet man wahrscheinlich sogar komplett irgendwo im Internet. Man muss sich das zusammenkramen. Und ich habe mir teilweise eben selber Mühe geben müssen, das zusammenzukramen. In den Jahren vorher. Genau. Immer dann, wenn ich an einem Problem gestoßen bin, muss ich mich schlau machen, muss ich was lernen, muss ich was rechnen. Und habe so Wissen aufgebaut, Erfahrungen gesammelt, ganz klar. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt gar nicht, dass ich es so alles eins zu eins erklären werde in Zukunft. Ne? Weil ich glaube, dass die Komplexität dieser Materie ist so schwierig, dass die meisten Menschen es gar nicht verstehen können. Was total okay ist. Ich verstehe mein Auto auch nicht. Ich finde immer lustig, wenn Leute an der Autobahn stehen, so, weißt du, so eine Panne haben und die Motorhaube ist offen. Und ich denke mir so, entweder bist du der arschgeile Motorraumentwickler. Genau, du bist der Opel Insignia Crack. Oder du hast einfach mal aufgemacht, um eine blöde Plastikabdeckung anzugucken. Keine Ahnung, warum die Karre nicht läuft. So komplex. Ja, aber also da ist ja auch mathematisch so viel, allein schon linear zu exponentiell, Gamma, also weißt du, dieses System von Umrechnung von Bit-Tiefen und Farb, das bringt ja, wie wir bei der Pandemie gemerkt haben, exponentielles Wachstum ist nicht einfach zu verstehen. Ne? Das ist so... Das ist ungreifbar vielleicht. Das ist ungreifbar. Und auch, wie willst du jetzt jemand erzählen? Deine Kamera hat keinen ISO-Wert? Ja. Und viele Themen sind ja auch so, dass bei diesen ganz tiefen Diskussionen, wenn man nicht dauernd damit umgeht, ja, man hat es vielleicht mal gelernt, aber wenn man nicht dauernd damit umgeht, dann verlernt man das auch wieder. Ja, oder kann es in den Zusammenhang nicht bringen, ja. Ja. Und dann ja, so provokante Sachen, es gibt kein ISO, ja. Da stutzt man dann erstmal und. Natürlich gibt es ISO, da ist ein Brettchen. Genau, sehe ich doch. Ja. Macht heller. Ja, genau. Und am Ende ist es wieder nur, welche Informationen sammle ich ein? Ja. Ja. Und das, was ich eingesammelt habe, nur das habe ich. Ja. Es ist wirklich, wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ich bin so gespannt. Ich bin auch gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, wie ich das irgendwie. Ob ich es hinbekomme, einfach die Fresse zu halten oder ob ich mich die ganze Zeit irgendwie aufs Glatteis bewege. Ja, ja. Ich glaube, wenn man auch diese Videostrecke nicht in höchster Ruhe anguckt und in auch doppelt, vielleicht auch mit einem Stift nebendran, dann hat man keine Chance zu verstehen. Ich würde mich freuen, wenn es einer tut. Wirklich. Ja, das wäre toll, weil wir haben viele Zeit, wir haben viel Zeit hier verbracht, viele Stunden haben wir hier gesessen. Wir haben was vorbereitet, ja. Es war ja nicht unschmerzend. Es sieht immer weniger, als es eigentlich ist. Ne? Ja, genau. Es wär toll, wenn Leute das schätzen, würdigen, genießen. Ja, also wäre gut, ja. Fehler finden, ja, keine Ahnung. Wir sind nicht perfekt. Ja, ich lerne gerne dazu. Du machst schon so. Ich wollte sagen, es ist so. Ich glaube, egal, selbst wenn es niemanden interessiert und alle sich über uns totlachen, Thilo und ich haben das super genossen. Also, oder Thilo? Er nickt, genau, ja. Aber ja, also ich bin sehr geplättet, es ist alles plötzlich anders. Ne? Also, und jetzt macht das Ganze auch mit Hitze und allem, so kleiner Sensor, großer Sensor, mittlerer Sensor, ne? Mittelformat. Mhm. Dann, so wie du es vorhin gesagt hast, so, das hast du jetzt nicht, aber der Aufnahme gesagt, das nehmen wir dann gesagt, das war der Spruch mit dem Chef, ne, der gesagt hat, was waren die drei Dinge? genau, du hast Qualität, du hast Kosten und du hast Zeit, ne? Nimm dir zwei. Genau, ja, weil man kann nicht alles drei befriedigen, also wenn man an einem Ende zieht, dann rüttelt es an den anderen. Und das ist, glaube ich, das, was ich hatte es schon mal so ein bisschen angedeutet, was mich in der Fotografie richtig mental kickt, ist so diese Komplexität, dass du einen Sensor wahrscheinlich auf Schärfe optimieren kannst, dass dann aber das Rauschen durch die Decke geht. Oder du sagst, ich will geile Farben, aber dafür hast du vielleicht
machst du so schwammig alles, dass die Schärfe weggeht? Oder du sagst, ich will die Tiefen betonen, und deswegen musst du alles dunkel belichten und kannst nicht so, also überall Dinge drauf, so, wo so an einer Ecke ziehst du so einen Faden raus, an einer Ecke stürzt du das Haus ein. So, ne? Das ist einfach geil. Also es ist auch so von dem denktechnischen Anspruch her extrem, extrem interessant. Ja. Und das Schöne ist, dass eben die Kameras heute, die modernen Kameras, die unterstützen einen dabei und nehmen einem viele dieser Sorgen ab. Ne? Also man kriegt ja sozusagen die Antwort häufig direkt geliefert. Sozusagen man guckt hinten auf den Monitor und kriegt die Antwort geliefert von dem, was man tut. Man hat eine sehr schnelle Kontrolle, ja. Und ein sehr, sehr schnelles Feedback. Also man kann dadurch eine Lernkurve durchgehen, durch eine Experimentierkurve. Das ist fantastisch. Was findest du, was Thilo gerade in der Pause gesagt hat? So von wegen, er weiß nicht, ob die Infos, die er heute und gestern und in der gesamten Strecke und alle mit dir in der Kommunikation gelernt hat, ob die ihn weiter weg von der Digitalfotografie bringen oder näher ran. So. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja irgendwie die Sorge, dass die Authentizität der Daten verloren geht, durch das viele Prozessieren und auch die Kontrolle sozusagen von dem, was man tut. Thilo, nick mal oder schüttel mal, ja, so ähnlich. Ja. Klar, das ist ein Punkt. Ne? Man gibt ganz viel aus der Hand. Ja, in den RAW-Konvertern passiert was, auf den Sensor passiert was. Man hat es nicht unter Kontrolle. Beim Film war es auch, da hat er eine andere Emulsion genommen, hat er so konstruiert und dann kam aus dem Licht das raus. Also das ist ja auch... Und dann hast du den Film zum Nachbarlabor gebracht, zum Entwickeln und kam wieder was anderes raus. Ja, und dann war es heißer und dunkler, kälter. Statt zu einem Agfa-Printer, statt zu einem Kodak-Printer gebracht und es kam wieder was anderes raus. Ne? Also ich finde, wir leben eh in einer Zeit, wo so ein bisschen das Analoge für meinen Geschmack zu sehr glorifiziert wird. Also das wird so... Die einzig echte authentische Fotografie ist Analogfotografie. Ja. Nee, Bullshit. Ja. Ich finde, Analogfotografie hat tatsächlich einen Charme, der ist unschlagbar. Scheiße langsam. Nee, was anderes. Und zwar, sie produziert als Ergebnis was Anfassbares. Dieses Ende mag etwas extrem und auch krass gewesen sein, aber keine Sorge, nächste Woche geht's ja schon weiter. Und an der Stelle möchte ich kurz erklären, was wir uns dabei gedacht haben, denn so gedankenlos waren auch wir nicht. Ganz einfach, der Hans, der hat mit uns zusammen diese Strecke nicht für YouTube konzipiert, sondern wir haben genug Probleme gehabt, überhaupt mit Inhalt und mit dem ganzen Thema zu kämpfen und wollten eben nicht irgendwie algorithmuskonform alles schön in 10, 15 Minuten Häppchen aufteilen und da den Fluss und den ganzen Normalität aus Hans rausnehmen, sondern wir haben einfach die Strecke aufgenommen als Gesamtkunstwerk, würde ich jetzt schon fast sagen, als Gesamtwerk. Und deswegen haben wir uns danach entschieden zu sagen, wir machen diese krassen Cuts nach 15 Minuten und nehmen da eben auf den Inhalt keinen wirklichen Rücksicht. Man kann sich ja im Nachfolgenden das Gesamte auch angucken. Oder aber man wartet eben nicht und geht zu uns auf den Store und holt sich diese gesamte Videostrecke eben direkt. Das Ganze ist ja ein Name Your Price Product mit einem Mindestpreis. Das ist einfach auch so ein bisschen Wertschätzung hoffentlich unserer Arbeit. Der Thilo hat da extrem viel Arbeit reingesteckt, das gesamte Team. Das Ganze muss ja auch irgendwie gemacht werden und wir bringen alles, wenn jetzt die Kommentare sich weiterhin schön im Riemen halten oder im Zaum halten, alles auf YouTube. Aber wer eben das Ganze ungefiltert und ohne irgendwelche Cuts haben möchte, der darf gerne uns auch unterstützen mit einem Daumchen nach oben und auch mit dem Kauf im Store. Ansonsten, ich freue mich auf nächste Woche und da wird es wieder Köpfe rauchen lassen. Anstehen mit Hans Schlüter und mir, Martin Kroder.